Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Umbreon Pirate Warriors 4. Wir haben noch drei Level vor uns, drei Charaktere vor uns, die wir noch mit der neuen Welt probieren müssen. Dieses Level heißt Rauer Wind und starke Wellen. Sei dem Sturm voraus. Besiege Gegner, die durch die Luft fliegen können. Verbündetenarmee gegen Himmelstyp-Armee. Wie viel muss ich denn noch machen? Noch zwei Level, dann kann ich Ivankov theoretisch spielen. Es sind aber nur noch genau drei Charaktere, also mache ich wahrscheinlich die Charaktere zuerst voll durch und dann nehme ich Ivankov. Der nächste, den ich gespielt hatte, der zweiten Skin hat, wäre Kusan, der hier als Aokichi ist, wenn es mal lädt, und hier dann als Kusan, als Gesetzesloser oder was auch immer er genau ist. Auf jeden Fall ist das der neue Skin von ihm, von der neuen Welt. Also müssen wir die mal ausprobieren und gucken, ob sich da was ändert. Und ich sehe auch gerade, wir sind jetzt ungefähr genau das Level, das wir sein müssen, so Level 8. So, wir haben ihn schon ausprobiert. 1000 Spears, Eisregen, ja, der war seltsam. Versantobag kennen wir und der volle Kraftburst. Wir haben wieder einen versteckten und wir haben viele versteckte. Das heißt, wir müssen manche Charaktere echt ziemlich oft spielen. Wir haben hier den Eiszapfensturm. Friert Gegner vor einem ein und greift dann mit einem Sturm Eisklingen an. Und wir haben hier die Eisfalle. Lenkt für kurze Zeit Angriffe ab, indem er sich in Eis verwandelt und führt dann einen Konter aus, indem er die umliegenden Feinde einfriert. Und das sind dann alle Fähigkeiten. Hier sind noch Attack-Combo-Attacken. Die muss ich mir auch noch holen. Eins, zwei und es reicht nicht mehr. Schade. Keine Ahnung, ob ich die wirklich brauche, um alles einsetzen zu können. Aber egal, wir müssen ihn eh noch mindestens einmal spielen, wie immer. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Ich kann das Spiel wahrscheinlich auch echt komplett durchspielen, während ich die Charaktere alle nur ausprobieren will. Okay, wir brauchen hier noch Ausdauer, Defense, Damage, Leben. Mehr können wir uns gerade auch nicht leisten. Okay, was sind das für Fähigkeiten? Der Eiszapfensturm ist eine Cutscene-Fähigkeit, dann nehme ich die hier hin. Und die Eisfalle ist ein Konter, habe ich mir gedacht. Dann nehme ich die statt dem Eisregen. Weil der Eisregen, den checke ich hier nicht so ganz. Okay, dann probieren wir das mal aus. Statt Kampfinstinkt hätte ich gerne noch Hartnäckigkeit, die brauchen wir immer hier. Und dann wäre jetzt Kusan dran statt Aokichi. Weg mit euch. Und gute Nacht. Okay, wir haben hier ein paar Gegner. Ich habe jetzt erstmal nur ein bisschen Kombos eingesetzt, um... Oh, Kizaru ist hier. Hallo. Der Konter hat... Ah doch, jetzt hat er funktioniert. Alle eingefroren und bam. Und das kennen wir. Das ist eigentlich eine relativ sinnlose Fähigkeit. Oh mein Gott. Und dann das hier noch hinterher. Nur leider ohne Katze. Ah doch, jetzt Katze. Okay. Damn. Nice. Und er ist auch noch eingefroren. Fick dich. Ah, shit. Komm, schlag mich. Oder auch nicht. Egal. Ah, das war ein Fehler. Und meine Attacke funktioniert trotzdem. Nice. So, dann gehe ich gleich mal in den Eismodus hier. Oh, Ice Age. Oh, riesiges Ice Age. Nice. Ah, ich liebe Ice Age. Das ist eigentlich echt sein bester Angriff. Ha, ich hab ihn mal kurz... Oh. Ah doch, trifft ihn. Okay, sehr gut. Oh, damn, sein Leben. Wenn ich X drücke, dann ist er einfach nur müde. Okay. keine allzu große Veränderung hier. Okay. Ey. Konnte dich nicht hinter mich. Was soll das, Kizaru? Oh, Reiju ist ja auch hier. Shit. Ich hätte hier eigentlich davon abhalten sollen, dich zu treffen. Und alle eingefroren und... Ah, Kizaru, stopp! Ich muss Reiju treten. Ah, Kizaru! Ah, hier, du nervst, weißt du das? Hier, friss das. Das hat nicht getroffen. Shit. Das wollte ich jetzt eigentlich auch wieder mal nicht. Kommst du da runter jetzt mal? Du nervst echt. Hör auf, so viel zu reden. The fuck war das denn?
Selbst Rachel ist verwirrt, was hier passiert. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich wollte sagen, friss das und gleichzeitig fick dich, aber ich habe irgendwie Frick gesagt. So, jetzt hauen wir erstmal Raichu kaputt. Die Arme tut mir fast leid. Die kann sich nicht bewegen. Da, ein Tritt. Und schon wieder eingefroren. Und ein Tritt. Und wieder eingefroren, Alter. Und dann kriegst du das hier noch. Oh, das war wohl nix. Oder doch, trifft. Okay. Was war das denn? Wieso war ich so komisch in der Luft? Nice. Okay. Das trifft auch leider nur zum Teil. Ich muss auch Buggy und Diamante besiegen, bevor sie sich verbünden. Das ist mal wieder ein bisschen blöd. Aber jetzt erstmal Raichu rausballern. So, von dem Eisblock zum Matsch. Und jetzt schnappe ich mir hier erstmal Buggy. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Wenn die aufeinander zulaufen, wie will man die so schnell besiegen? Außer man ist viel, viele Level drüber. Zum Glück zählt es nicht wirklich zur Sache, ob ich sie jetzt rechtzeitig besiege oder eben nicht. Akainu und Co. mit Ichichi und Verbündeten zu kämpfen haben. Ich verstehe nicht ganz, auf welcher Seite ich bin. Ach ja, ich bin ja Feind der Himmelstypen. Erst habe ich Kizaru besiegt und jetzt muss ich Akainu helfen. Das ist sehr seltsam. Ja, ich glaube, ich krieg Buggy rechtzeitig platt. Ja, okay, ich glaube auch, Diamante kommt gar nicht her. So, das wäre Buggy. Man sieht zwar nicht viel, aber Buggy ist tot. Und dann rennen wir runter zu Diamante. Und Akainu und Zoro könnten versuchen zu fliehen, die muss ich beide beschützen. Oh Mann, ey. Hey, wo bist denn du jetzt hin? Da. Lustig mal, das Zorro hier ist, hab die ganze Zeit reingekämpft. Ja, Diamante, du bist vielleicht verwirrt, ich sehe es schon. Warum läufst du mich denn halb um? Was ist dein Plan? Tut eigentlich nichts zur Sache, ich mach dich fertig. Ah, verdammt. Nee, ich setze es trotzdem ein. Boah. Ist schon ein geiler Angriff, muss ich sagen. Aber sind halt drei verschiedene Hits. Es kann sein, dass nur einer davon trifft. Dann ist es halt blöd. Und piss dich. So. Okay, damit wäre die Nebenquest hier erledigt. Und ich muss Akainu helfen. Und eigentlich auch Zoro. Bisschen problematisch hier. Aber bis jetzt ist noch keiner in Gefahr, glaube ich. Ich habe zwar nicht genau darauf geachtet, aber ich glaube nicht, dass das dran stand. So, gehen wir doch einfach erstmal kurz zu Akainu, weil der am nächsten ist. Das sind nur Marini. Ah, da ist die Chichi, okay. So, jetzt seid ihr alle am Arsch. Der ist auch besiegt, Verstärkung ist angekommen. Ja, die wird nicht. Ah, die ist bei. Hauptsächlich bei Zoro. Die Germa-Leute tun mir fast leid. Ich zerfetz die total und die können sich überhaupt nicht bewegen die ganze Zeit. Ja. So, weil jetzt schon irgendwie. Erstmal den Konter aktivieren und du bist in meine Falle getappt. Leider habe ich nur deine Verbündeten gekillt, nicht dich. Ichichi verteidigt auch diesen Hochzeitstag hier. Das ist in Ordnung, ich muss dich eh killen. Damn. Ach, der Kick war mal wieder ganz schlecht gewählt. So, das wäre hier das alles. Akainu wäre damit auch in Sicherheit. Dann gehen wir weiter und retten Zoro. Kühl dein Temperament ab. Jeder sagt irgendeinen Schwachsinn gerade, okay. Die passen nicht so gut zusammen. Nietzsche ist auch hier. Jetzt keine Zeit für Ruffy schon wieder, Brûlé, ey. Wie oft habe ich die Nebenquest jetzt schon machen müssen? Erst kümmere ich mich um die hier und wenn die erledigt sind, dann von mir aus.
Ich glaube nicht, dass Sneechi Zorro platt kriegen würde, so wird, ehrlich gesagt. Oh nein, Zorro! Du hast ihn voll weggeboxt. So, weiter mit der Germa. Immer schön einfrieren. Germa tut mir gerade echt leid. Bei denen geht gar nichts. Die ganze Zeit nur eingefroren. Kommt nicht mal dazu, irgendwas zu tun, weil ich ihn die ganze Zeit reintrete und einfriere. Oh, Ice Age. Aber jetzt machen wir erst das hier. So, tschüss. Alles klar, das wäre dieser Teil. Beide sind gerettet damit. Ich kann zu Mr. 2. Easy peasy. Aha, Kainu, Alter. Niemand mag dich. Leck mich. Okay. Smoker ist der gegnerische Kommandant, zusammen mit Sanji. Ich muss aber erst zu Mr. 2 da hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich da lang muss. Irgendwie hier über die Treppen. Keine Ahnung, wo ich gerade genau hinlaufe oder wo ich hin soll, aber ich bin jetzt mal hier. Ach, da ist Ruffy. Ich glaube, die haben sich noch nicht einmal gehittet. Weil einfach beide gegen die Wand laufen. Mr. 2 steckt einfach da drin. Okay, dann haben sie vielleicht doch schon gehittet. Das war ein Fehler, Ruffy. Also nicht Ruffy, Brille. So. Ach, Smoker hat sich auch gleich mal hierher bewegt. Der will auf die Fresse. Smoker, wir sind doch Freunde. Ich geh schlafen. Ich hab 1000 Leute besiegt, ich geh schlafen. Ah! Damn, ey. Mr. 2 durchschaut die Verwandlung von Gile endlich. So. Hallo Smoker, willst du mitspielen? Ich müsste sie gleich haben, ich sehe aber nichts mehr und außerdem wehren die sich so langsam, das ist irgendwie nervig. So. Ah! Lass das! Oh. Oh je. Kann ich nach unten ziehen? Die Kamera geht automatisch wieder nach oben. Okay, da wird einem ja schwindelig. Jetzt reicht's, Brille, verschwinde! So, nix Elefantogan. Ich habe keine Ahnung, wo Sanji ist, aber der kämpft gerade gegen Akainu. Aber ich bin jetzt bei Smoker, mir ist egal. Ja. Interessant, dass wir Smoker als Endboss-Gegner haben, denn den werden wir im nächsten Part auch spielen. Und dann fehlt nur noch Drake und die Bangkok halt. Warum ist eigentlich das Gebiet hier noch nicht erobert? Ach so, weil Smoker Anführer ist. Okay. Hat er gerade Help geschrieben? Ah, das war nicht unbedingt perfekt. Mal sehen, ob es was trifft. Nicht so ganz. Smoker ist einfach immer noch hier. Batz. Tritt. Und dash, dash, dash. Das macht dann eigentlich gar keinen Schaden irgendwie. Zeig's aber. Sanji ist richtig piss. Ach Gott. Ganz ruhig, Mr. 2. Okay, Smoker hat es irgendwie geschafft, davon nicht gehittet zu werden. Smoker, nerv mich nicht! Nochmal diese Fähigkeit. Ich kann die fast die ganze Zeit einsetzen, nee. Ja, das sieht gut aus, ich glaube, wir haben es. Okay. Damit hätten wir auch Kusan nochmal gespielt.
Doch, das ist eine richtige Beerdigung geworden. Schön. Okay. Gibt es einen S-Rang? Das gibt keinen S-Rang. Ich habe zu lang gebraucht. Fuck. Na gut, habe ich jetzt nicht erwartet, aber ist halt so. Ich glaube, Zorro hat das maximale Level erreicht. Ja, damit kriegen wir die komische Münze. Und theoretisch müssten wir jetzt bei ihm auch alle Fähigkeiten freigeschaltet haben. Ich glaube, ich schaue das ganz kurz an, bevor ich den Part beende. Nur um da nämlich ganz kurz reinzugucken. Ich kann eigentlich nochmal Cousin nehmen. Man sieht nämlich alle Bäume auch, wenn man einen anderen Charakter hat. Da kann man nämlich hier einfach kurz switchen. Und theoretisch dürfte Zorro keine Fragezeichen mehr haben. Ich sehe auf jeden Fall viele... Ja, ich sehe kein Fragezeichen. Na, ich glaube, es liegt wirklich am Crew-Level. Möglicherweise. Aber gut, egal. Würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao.